Eine Potenz besteht aus einer Basis und einem Exponenten. Wenn wir dies als Funktion formulieren wollen, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können die Basis als x formulieren, dann haben wir Potenzfunktion. Oder wir können den Exponenten als x formulieren, dann haben wir Exponentialfunktion. Hier sehen Sie eine Reihe von Potenzfunktionen grafisch aufgetragen. Je nach Exponent a ergeben sich unterschiedliche Formen. Für a gleich 1 ergibt sich eine Nullpunktgerade, das bekannte direkte proportionale Verhältnis. Für a gleich 0 ergibt sich eine horizontale Linie durch y gleich 1. Für a gleich minus 1 ergibt sich eine Hyperbel. Dies beschreibt das bekannte umgekehrt proportionale Verhältnis. Die Hyperbel hat zwei Äste, im ersten und im vierten Quadranten. Für a gleich 2 erhalten wir eine Parabel und für a gleich 3 erhalten wir eine S-förmige Kurve. Das direkt proportionale Verhältnis, welches wir mit dem Dreisatz berechnen können, ist ein Beispiel für eine Potenzfunktion mit a gleich 1. Nach dem Hookschen Gesetz ist die Länge einer Feder und die Kraft, die darauf einwirkt, direkt proportional. Das umgekehrt proportionale Verhältnis mit a gleich minus 1 findet man im Hebelgesetz wieder. Je größer die Kraft, desto kürzer der Hebelarm. Der Anhalteweg eines Fahrzeugs setzt sich zusammen aus dem Reaktionsweg und dem Bremsweg. Der Reaktionsweg ist proportional der Ausgangsgeschwindigkeit. Wir haben also eine Potenzfunktion erster Ordnung. Der Bremsweg ist proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit. Wir haben hier also eine Potenzfunktion zweiter Ordnung. Die Energie, die ein glühender Körper abgibt, ist sehr stark abhängig von der Temperatur. Wir haben hier eine Abhängigkeit zur vierten Potenz. Hier sehen Sie eine Reihe von Exponentialfunktionen. Sie verlaufen alle durch den Punkt 0, 1, denn irgendeine Basis hoch 0 ist gleich 1. Wenn die Basis a größer ist als 1, haben wir steigende Funktionen, hier etwa 2 hoch x oder hier 1,5 hoch x. Wenn die Basis kleiner ist als 1, haben wir fallende Funktionen, hier etwa 0,5 hoch x oder 0,75 hoch x. Exponentialfunktionen finden sich in Natur und Technik. Wir haben immer dann exponentiell ansteigende Funktionen, wenn die Zuwachsrate proportional zum Bestand ist. Wenn also der relative Zuwachs konstant ist. Wenn eine Abbaurate proportional zum Bestand ist, haben wir exponentiellen Zerfall, etwa bei der Radioaktivität. Auch gleichbleibende Zinsen führen zu einem exponentiellen Anstieg des Kapitals, denn auch hier ist der relative Zuwachs konstant. Exponentielles Wachstum schlägt auf lange Sicht jede andere Form des Wachstums, etwa proportionales Wachstum oder Potenzwachstum. Exponentielles Wachstum ist auf lange Dauer nicht realisierbar. Irgendwann ist jede Ressource aufgebraucht, wie das Beispiel des Josefs-Pfennigs zeigt. Die Rechenregeln für Potenzen sind sehr hilfreich, wenn man Überschlagsrechnungen durchführen will. Wir können die Energie von gelbem Natriumlicht mit der Formel H mal C durch Lambda berechnen. H ist die Planck-Konstante, C ist die Lichtgeschwindigkeit und Lambda ist die Wellenlänge. Wir haben in dieser Rechnung sehr große und sehr kleine Zahlen und nutzen zunächst die wissenschaftliche Schreibweise für jede dieser Zahlen. 6,6 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunde ist die Planck-Konstante. 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde ist die Lichtgeschwindigkeit und 5,89 mal 10 hoch minus 7 Meter ist die Wellenlänge. Wir fassen jetzt die Kommazahlen, die Zehnerpotenzen und die Einheiten zusammen. Bei den Einheiten können wir alles bis auf Joule kürzen. Der Zahlenwert ergibt sich ungefähr zu 3 und die Exponenten der Zehnerpotenzen können wir einfach zusammen addieren. Wir erhalten 3 mal 10 hoch minus 19 Joule. Wenn wir Potenzen potenzieren wollen, können wir uns an die Definition der Potenz erinnern. 3 hoch 4 in Klammer hoch 3 ist 3 hoch 4 mal 3 hoch 4 mal 3 hoch 4. Ausgeschrieben 3 das Ganze 12 Mal. Wir sehen, dass eine Potenzierung von einer Potenz mit einer Multiplikation der Exponenten einhergeht. A hoch x hoch y ist a hoch x mal y. Man nennt dies auch die Bierkastenregel. Wenn jeder Kasten 20 Flaschen enthält, haben drei Kästen 3 mal 20 Flaschen. Minus, Klammer, a hoch minus 2, Klammer zu, hoch minus 3. Wir können diese Aufgabe auf verschiedene Art und Weise lösen. Wir können zum Beispiel den negativen Exponenten minus 3 in einen positiven umwandeln, indem wir minus 1 durch a hoch minus 2 hoch 3 formulieren.
Dann können wir nach der Bierkastenregel die Potenz im Nenner zu a hoch minus 6 zusammenfassen. 1 durch a hoch minus 6 ist a hoch plus 6. Wir erhalten also minus a hoch 6 als Endergebnis. Aus dem Gesagten folgt, dass wir mit den Exponenten oft einfachere Rechenoperationen durchführen als mit den Potenzen. Aus einer Multiplikation von Potenzen mit gleicher Basis wird die Addition von Exponenten. Aus einer Division von Potenzen mit gleicher Basis wird die Subtraktion von Exponenten. Und aus der Potenzierung von Potenzen wird eine Multiplikation der Exponenten.